In Thailand hat das höchste Gericht des Landes Regierungschefin Yingluck Shinawatra abgesetzt. Sie habe die Verfassung gebrochen, als sie vor 3 Jahren einen Beamten zugunsten eines Verwandten versetzt habe, so die Richter. 9 Minister, die an dem Vorgang damals beteiligt waren, wurden ebenfalls ihres Amtes enthoben. Unter ihnen sind der Außen- und der Finanzminister. Der Rest des Kabinetts blieb bestehen und ernannte den bisherigen Handelsminister zu Shinawatras Nachfolger als Ministerpräsident. Mit der Gerichtsentscheidung hat die Regierungskrise in dem Land ihren Höhepunkt erreicht. Seit Monaten demonstrieren Gegner Shinawatras auf den Straßen. Sie fordern eine nicht vom Volk gewählte Übergangsregierung, die politische Reformen umsetzen und so Amtsmissbrauch verhindern soll. Die Opposition wirft Yingluck Shinawatra und ihrem Bruder Thaksin Korruption und die Vergeudung von Staatsgeldern vor. Das Regierungslager hingegen fordert, eine neue Regierung müsse aus Wahlen hervorgehen.